So, da sind wir wieder und wir sind noch immer dabei, unsere nächste hier Lerningen, zweite Stadt aufzubauen und mal gucken, wie das Ganze weiterlaufen wird bei uns. Ich merke gerade, wir haben hier gar nicht diese komische Kultstättenmission zu Ende geschafft, weil sorgen Sie dafür, dass an einem Tag 80 Sims der unteren Einkommensschicht eine Kultstätte besuchen. Ja, da müssen die Leute erstmal wieder hinlatschen. Aber bei den heutigen Besuchen von solchen religiösen Stätten, da kommt doch keiner. Das ist ziemlich dumm. Das heißt, wir haben gar nicht mehr diese nur kleinen 1000 Simulins bekommen. Das ist ja doof. Was brauchen wir denn hier? Also wir brauchen eigentlich alles, aber wir brauchen vor allem mittleres Gewerbe oder Wohngebiet. Was? Müllhalde in Omigania nimmt Lerning den Müll ab. Ah ja, das ist ja schön. Und guckt euch das an, da der erste Stau. Ach, wie schön. Ja, der ist wichtig, der erste Stau. Oh Mann. Das war wieder eine super Idee von mir, hier dieses Ding zu bauen. Alter Vater. So. Wenn das jetzt schon so anfängt. Na gut, also was wir machen müssen, um mittleres bzw. hohe Einwohnerschichten hier anzulocken, ist ja Parks zu bauen. Da sind sie doch. So, und zwar nicht irgendwelche Parks, sondern so coole Parks. Und da bauen wir doch, oh, 4.800 Simulins. Das ist halt schon mega viel. Aber trotzdem, es hilft ja nichts. Den bauen wir jetzt hier an diese Seite und zwar bopp, mitten rein. Oh, der bringt aber wenig. Ich dachte, der bringt jetzt hier voll den Push nach oben, aber es ist gar nicht so viel. Ach, guck mal, jetzt sind aber Leute da scheinbar in den buddhistischen Tempel reingerannt. Sehr gut. So, wollen die jetzt sich bisschen aufwerten. Finden das so geil, dass sie jetzt da sagen, klar, gehe ich jetzt mal. Mache ich mein Häuschen ein bisschen größer? Nö, ne? Hat die relativ kalt gelassen. Naja gut, dann machen wir nochmal, weil wir müssen ja sowieso hohe und nicht nur mittlere Einkommen bringen. Dann bauen wir noch einen Park, aber vielleicht keinen futuristischen Park. Wir könnten nochmal einen futuristischen Park bauen. Den können wir hier hinsetzen zum Beispiel oder hier hin. Wollen wir den hier hinsetzen? Dann würde das sich so in der Mitte bestimmt überschneiden. Ja, komm, das machen wir nochmal. Oh Gott, das wird bestimmt total teuer. Ui. Ui, ja, da haben sie jetzt gezogen. Oh, guckt euch mal an, was wird denn da jetzt gebaut? Ja, Riesenteile. Schön. Weiter so. Attraktive neue Häuser in der Stadt zu verkaufen. Sprechen Sie mit Ihrem Immobilienmakler. Ui. Ja. Da wird die gesamte Stadt umgebaut. Schön. Und wir haben auch schon 1500 Leute in unserer Stadt. Eben gerade waren es noch 1800. Jetzt mal ein paar Leute ausgezogen worden. Ah ja, und guckt euch mal diese geilen futuristischen Luxuswohnungen an. Die sehen natürlich schon ein bisschen geiler aus als hier drüben bei dem. Ja. Der Omigania Town. Und ja, die Akademie. Petition zum Bau genehmigt. Sehr schön, jetzt bräuchten wir nur Geld. Aber das Geld könnten wir ja zumindest theoretisch von Omigania holen. So, wollen wir da mal kurz hin? Ich switche da mal kurz hin und werde ich euch aber, die Ladezeit werde ich euch überspringen lassen. Deswegen bis gleich. So, dann sind wir mal zurück in Omegania und es sieht genauso schlimm aus, wie ich es in Erun hatte. Gut, Grund nicht genug Omega. Schön, dann reißen wir doch mal dieses Gebäude schon mal ab. Aber Geld scheffelt ihr wie Heu. Und das ist das, worauf ich aus war und noch immer aus bin. Hier 20.000 pro Stunde, das ist wirklich einiges. Ah ja, und die Sims aus Lerningen pendeln hierher. Jetzt warte ich noch mal kurz, was bringt das, wenn hier die Jungs einziehen? Kommt schon direkt der Krankenwagen. Ist noch niemand eingezogen, aber der Krankenwagen steht schon vor der Tür. Schön. Was? Das sieht so aus, als wäre es kaputt. Da ist doch noch gar keiner eingezogen.
Zieht da überhaupt noch einer ein? Oh ja, da scheint jemand eingezogen zu sein. Wir haben nämlich jetzt 54.000 Bevölkerung. Und 300.000 Simoleons. Sehr gut. Und diese 300.000 Simoleons werden wir ganz lieb und nett, wie wir sind, nach da drüben verfrachten. So, Geschenk. Genau so. Maximum. Das wären 290.000. Ja, machen wir doch mal, ne? Transferieren wir darüber. Schwupp, ist es hier weg. So, jetzt haben wir ja 8.000. Gehen wir nochmal in die Stadtansicht. Ja, da guckt ihr was. Da habt ihr euch so viel Geld zusammengespart. Und da ist alles weg. Können Sie sich denn über auch. Ah ja, okay, wir haben hier noch einige Waren im Vorrat. Nicht, dass es irgendwann so aussieht, dass hier die. Wir das Omega gar nicht mehr produzieren können. Dadurch, dass wir keinen Geldvorschuss mehr haben, hier auch gar nichts ansonsten noch einkaufen können. Aber ja, das sieht ja gut aus. Und wisst ihr was? Wir könnten ja eigentlich mal gucken, was brauchen wir denn eigentlich, um das hier zu bauen noch? Ach so, diese Förderabteilung, die haben wir bisher übergangen immer, ne? Ja, ich erinnere mich. Da brauchen wir auch noch eine ganze Ecke. Ja, vielleicht wird's Zeit dann für eine dritte Omega-Co-Fabrik. Aber ja, wir wollten ja eigentlich hier nur Geld herholen, ne? Und dann gehen wir mal rüber wieder in die andere Stadt. Zack. Mein lieber Herr Gesangsverein, sind diese extrem langen Ladezeiten nervig. Und was mich gerade noch viel mehr ankotzt, ist, guckt auf unsere Finanzmittel. Ah ja, jetzt ist es gerade rübergekommen. Okay. 290.000 aus unserem Omegania. Da können wir natürlich hier einiges mitmachen. So. Mal ein bisschen schneller hier wieder. Und da will auch schon irgendjemand die Akademie. Bürgermeister Leriax, wir stehen an der Schwelle eines neuen digitalen Zeitalters. Hören Sie sich das Angebot an, Bürgermeister. Wagen Sie mit der Akademie den Schritt in die Zukunft. Die Akademie beauftragt Arbeiter damit, technologische Fortschritte zu erforschen. Die Zukunft beginnt schon heute. Mach mit. Okay, das mache ich. Umleitung von Abwasser nach Omegania. Ja, das war doch schon vorher klar. Okay, also wir können jetzt diese sogenannte Akademie bauen. Und das geht hier. Zip, 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 zip. Und wo setzen wir die jetzt hin? Die ist doch bestimmt schön. Und dann sollen hier die Leute, die hier das Ganze schön finden, auch damit beglückt werden. Ja, da bauen doch auch schon wieder Leute was. Ja, sehr schön. So habe ich mir das gedacht. So, und die kann was. Arbeiter im Durchschnitt. So, die hat, spannt jetzt ihr komisches Netzwerk auf. Und jetzt können wir da auch was erforschen. Die Schwebebahnstation direkt. Ja, das ist ja perfekt. Dann erforschen wir die doch auch direkt. Ah ja, und hier kriegt doch schon ein paar Arbeitnehmer. Hier 14 der unteren Einkommensschicht und schon 9 der oberen Einkommensschicht. Und das Problem ist, das habe ich schon mal ausprobiert, das steht auch, glaube ich, jetzt hier, langsame Vorschussfortschritte, wohlhabende Arbeiter erforderlich. Ja, genau, also wir brauchen am besten das hier komplett gefüllt und da wir aber noch nicht so viele Arbeitnehmer der oberen Einkommensschicht haben, müssen wir versuchen, hier vor allem die Wohnungen ein bisschen nach oben zu kriegen. Nicht was die Einkommensschicht angeht, sondern was die Dichte angeht. Also dann schauen wir uns mal an, wie wir das am besten hinkriegen. Wahrscheinlich zum Beispiel über Bildung. Und wo setzen wir denn unsere Schule hin? Die setzen wir dann am besten hier hin. Ne? Das ist doch ein ganz schöner Platz. Mir fällt gerade auf, dass ich hier auch diese drei Dinge alle und diese schiefe Straße gebaut habe, die ich eigentlich nochmal abreißen wollte. Ja, schön. Ne? Das zum Thema. Ich reiße das gleich nochmal ab. Werde ich dann wohl jetzt nicht mehr tun. So wie es den Anschein hat. Dann setze ich schon mal hier ein paar Busse und jetzt gibt es noch Bushaltestellen für die Schule, für die reichen Schnösel. Die werden das sowieso alle mit dem Auto gefahren.
Ja, ich glaube, es sind alle abgedeckt, oder? Mal hier nochmal einen hin. So. Wie viel können wir jetzt? 550 können wir aufnehmen. 220 gibt's. Und wir haben immerhin 70 Einnahmen pro Stunde. Das ist ja Wahnsinn. Und schon 19% ist erforscht von unserer Schwebebahn. Das geht ja ruckzuck. Oh, was ist denn hier los? Oh, warum fahren denn? Wo wollen die denn alle hin? Also die wollen alle hier rüber, ja, aber was? Bildung? Mangel an Arbeitern. Das hatte ich aber auch noch nicht. Oh ja, okay. Ja, dann bauen wir doch weiter hier unsere Stadt aus, ne? Oh ja, das funktioniert natürlich nicht. Wie schön. Müssen wir hier auch ein bisschen schief bauen. Ach ja, das wird eine sehr schöne Stadt. Ja. Nicht so nach dem ekelhaften Karo-Muster. Ja, wer mag schon Symmetrie? Sondern kreuz und quer. Und hier bauen wir auch nur noch so eine kleine Straße. Setzen auch nochmal. Was? Da können wir ja nichts. Ach, das ist doch ätzend. Dann brauchen wir die Straße eigentlich auch gar nicht. Naja, kümmern wir uns auch später drum. Dann setzen wir hier auch noch. Aber das ist doch gar nicht gerade. Warum tut man das? Warum sollte ich so bauen? Ich will das nicht. Lass mich doch gerade bauen. Der nervt mich. Ja, so ist auch nicht gerade. Okay, wie ist jetzt gerade? Aber das ist doch auch nicht gerade. So wäre gerade. Lass mich doch einfach bauen. Och. Hey, der hat einfach noch nichts von. Das ist doch. Okay. Der schlägt mir auch die wildesten und skurrilsten Sachen hier vor, oder? Das ist doch alles krumm und schief. Also das ist eine gerade Straße hier, Junge. Das ist gerade. So. Ich würde die einfach gerne nur so fortsetzen. Okay. So, und jetzt? Nee, jetzt? Nee, weiter? So? Nee? Ja? Nein? Ah! Ah! Ich raste aus. Okay, diese Straße wird einfach nicht gebaut. Ja, da machen wir einfach gar nichts. Das ist eine gute Idee. Gar nichts zu tun ist immer gut. Wir haben sowieso ganz andere Probleme. Wir müssen einen Arzt uns hier konsultieren. Ach, da kommt aber auch schon einer von. Weil die haben da drüben ja bei Omegania ja nichts zu tun. Die müssen sich eigentlich nur noch hier um so unsere Leute kümmern. Ja, die Klinik ist geschlossen. Ist natürlich schlecht. Können wir hier irgendwo noch Leute dazu animieren, irgendwo sich hinzubauen? Oh Gott. Es gibt auch gleich das nächste harte Verkehrschaos, wie ich das schon sehe. Jetzt wird hier überall gebaut. Außer auf der Straße. Auf der Straße wird es noch nicht gebaut. Okay. Da neben der Schule. Da kann auch noch jemand wohnen. Warum nicht? Was wollen die? Wollen die eine Busstation oder was? Hallo Bürgermeister. Eine benachbarte Stadt wartet darauf, dass wir einen Busbahnhof bauen, damit wir Busladungen, fröhliche Arbeiter und Ladenbesucher dorthin schicken können. Also los. Sag ich jetzt einfach mal ja und dann gucken wir mal, ne? So wie immer. Ich sollte das Forschungsprojekt abschließen. Oh, das ist sogar schon zu 95% abgeschlossen. Krass. Und das, obwohl hier eigentlich gar keiner arbeitet. Tja, gut so. So eine Schwebebahn scheint nicht so überaus schwierig zu bauen zu sein. Dann kommt man da in 10 Minuten quasi an den Hauptbahnhof. In 10 Minuten ist man näher an den Semolinischen Städten. Weil das ja klar ist. Wer das nicht verstanden hat, sollte sich
die berühmte Rede von Edmund Stoiber zum Bahnhof anzugucken. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, und jetzt ist das Forschungsprojekt beendet und eigentlich könnten wir die Stadt schon schließen, oder was? Naja, gut. Dann nutze ich diese Gelegenheit hier, um nochmal eine kleine Aufnahmepause zu machen und dann sehen wir uns das nächste Mal gleich in Omegania wieder. Also, bis gleich.